Komm her. Yo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start, zusammen mit der kleinen Mila. Ey, Mila, mein Stock. Jetzt habe ich den Stock geklaut, hier. Werfe ich jetzt da weit. Lauf! Und ihr sucht ihn erstmal. Ja, Mila ist wieder am Start, ne? Kam aus Spanien wieder. Geile Sache und ja. Wir haben gutes Wetter, obwohl es gestern, ich wohne in NRW, die meisten wissen das, in der Nähe von Düsseldorf sogar. Und ja, hier gab es gestern Unwetter. Und zwar nicht nur ein kleines Unwetter, sondern war schon so Weltuntergang-Unwetter. Und ja, wenn ihr mal die Folgen sehen wollt, das jetzt alleine, wo ich nur Gasse gehe, seht ihr da hinten umgekippte Bäume, sau viele Straßen sind hier gesperrt. Ich hoffe, das geht überhaupt mit der Tonaufnahme. Kann sein, dass jetzt rauscht, weil es hier noch ein bisschen windig ist. Aber, naja, sonst eigentlich nichts passiert. Größere Befürchtung hatte ich, dass irgendwie mein Auto oder so, dass da Baum drauf fällt oder so, ist nichts passiert. Da zum Glück, obwohl nebenan sind zwei Bäume umgefallen, auf derselben Straße, wo ich immer parke, die so von Bäumen umgeben, aber hat soweit alles gepasst. Glück gehabt nochmal, ne? Jetzt genießt mal die Sonne, es ist wieder locker über 20 Grad. Ich bin hier in T-Shirt, kurze Hose, mega gechillt. Mila hat seinen Spaß auf dem Feld. Ich kann ja mal gucken. Meine Eltern waren ja mit der in Spanien am Strand, haben ein paar Videos gemacht. Vielleicht blende ich welche ein und gucken. Ich habe die selber noch nicht gesehen. Aber sonst eine lustige Story hätte ich noch. Ich habe meinen Eltern so gebeten, ja, wenn ihr schon nach Spanien fahrt, jeder weiß es, ich war ja schon, keine Ahnung, 18 Mal in Spanien. Da ist es, da gibt es richtig geile Mandarinen. Das ist eine Fliege auf meinem iPhone. Da gibt es richtig geile Mandarinen, ja? Habe ich ja gesagt, ey, wenn ihr schon da seid, könnt ihr mir doch bitte ein paar mitnehmen, ne? Die so, ja klar, kein Problem, machen wir, ne? Kommen wieder, nach 3-4 Wochen. Was nehmen die mir mit? Statt Mandarinen haben die mir Zwiebeln mitgenommen. Zwiebeln. Ich so, ja, okay. Ne? Trotzdem, Dankeschön auf jeden Fall. Zwiebeln sollen mega süß sein. Ich bin gespannt. Ich bin mega gespannt, hab mega Bock drauf. So. Das heißt, erstmal eine Woche nur von Mettbrötchen ernähren. Ja, sonst gibt's nichts Neues. Da fliegt so, boah, so eine dicke Libelle gerade vorbeigeflogen. Aber wird schon. Deswegen, Leute, haut rein. Schönen Tag, schöne Woche. Genießt das schöne Wetter.